Ein Duft ist das. Ich liebe den. Hallo, hier ist die Gattin Moni, vergesse ich ganz zu sagen, vor lauter Duft. Ich rieche unheimlich gern den Flieder. Und ich will mir jetzt an ins Zimmer stellen. Es ist zwar schade, aber der steht sowieso im Eck und ich sehe ihn nicht vom Garten aus und vom Haus aus. Also nehme ich mir an mit rein. Ich zeige euch mal, wie ich den schneide, damit er auch ein bisschen länger in der Vase hält. Weil der Flieder ist eigentlich bekannt dafür, dass er nicht recht lang in der Vase hält. Flieder sollte man abschneiden mit einer scharfen Schere oder scharfen Messer, notfalls, aber scharfe Schere. Und dann möglichst viele Blätter abmachen. Ich fange jetzt einmal an. Und ich nehme mal die Schere da. Ich weiß jetzt nicht genau, mit welcher das ist, ganz gut zusammenbringe. Ich schneide jetzt einfach einmal. Moment. Hier ab. Ups, ja, sowas geht ja nur mit einer scharfen Schere und die ist scharf. Das kommt dann weg, das mache ich nachher. Ich schneide zuerst einmal ab und dann gehen wir mal zum Tisch und dann kann ich noch was dazu sagen. Den lasse ich dran. Dann nochmal hier, schneide ich schon ein bisschen mehr ab. Weil ich will ihn auch nicht hochwachsen lassen. Dann kann ich ihn gleich so nämlich runterschneiden. Ist gleich eine gute Gelegenheit. Das da oben, das muss ich gleich mal wegschneiden. So, jetzt. Dann habe ich da noch einen Lila. Hier. Mal schauen, ob der auch so gut riecht. Der riecht wieder ein bisschen anders wie der Weiße. Aber gut auch. Gut. So, dann schneide ich jetzt auch hier unten wieder ab. Also das zeige ich dann noch einmal am Tisch. Ich tue das einfach einmal runter. So, mehr ist ja gar nicht. Doch, da ist noch was. So. Da habe ich ihn nämlich gleich zurückgeschnitten. Es ist schade, sagt ihr wahrscheinlich, und ich sage es auch, wenn man jetzt das alles abschneidet. Aber wie gesagt, der ist im Eck. Ich sehe ihn nicht. Und bevor ich gar nichts davon habe, dann schneide ich ihn halt ab. Dann gehen wir mit zum Tisch. Dadurch, dass das ja noch ein ziemlich junger Fliederstrauch ist, der ist ungefähr 3 Jahre alt, und ich habe ihn auch schon ein paar Mal zurückgeschnitten gehabt, sind auch die Äste da, diese Zweige und alles. Sie ist nicht so lang wie bei einem ausgewachsenen Fliederstrauch. Und da sieht man das. Also ich mache jetzt einen kurzstieligen Fliederstrauß für mich. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich breche jetzt diese langen Triebe ab, weil die nimmt man weg, sonst nehmen die Kraft für die Blüten. Und die Blüten sollen ja so lange wie möglich halten. So, und ich breche die einfach ab, da braucht man nicht schneiden. Hier, das geht nämlich ganz einfach runter. Werfen mal runter. Das kommt alles weg. So, jetzt habe ich da natürlich so einen komischen, also komisches V. Die werde ich jetzt einmal da auseinanderschneiden. Oder ich lasse das jetzt einfach einmal. Mal schauen, ich weiß ja noch gar nicht, was ich für eine Vase nehme. So, dann hier schneide ich die da weg, weil das ist zum Brechen ein bisschen zu dick. So, und die grünen wieder, die breche ich wieder raus. So, jetzt haben wir schon 2. Da ist noch ein kleines. Das da lasse ich ja mal, das gebe ich mit rein, weil ein bisschen Grün muss ja auch sein. Ne? Das kann ich dann extra noch stellen. Aber es ist nicht mehr an dem Zweig dran, wo die Blüte ist. So, dann haben wir da den Lila rausbrechen. Das da unten, das kleine, lasse ich. Das Blatt durchweg. Das ist nicht viel. Dann hier weg. So. Ich dachte, den tue ich auch weg. Das ist auch wieder so ein Kreuz. Muss ich jetzt dann erst mal schauen, in welche Vase ich das gebe. So, gleich haben wir es. Jetzt auch. So. Also die muss ich schon auseinanderschneiden. So eine Vase gibt es, glaube ich, gar nicht. Oh. Naja, gerade dass es geht.
Also wenn ich dann irgendwas Grünes haben will, dann kann ich ja extra so ein, was ich jetzt gerade abgeschnitten habe, extra dazu reinstellen. Und das tun wir da noch mit her. So. So, ihr seht, es ist dann zwar ein kleiner Strauß, aber macht nichts. Ich habe dann den guten Duft in Wohnzimmer. Also ich rieche einen Flieder unheimlich gern. Und Maiglöckchen. So, unten erst einmal, dass die so ziemlich gleich lang sind alle. Und dann muss ich jeden Stiel ein paar Mal einschneiden. Und zwar deshalb, damit der genügend Wasser aufsaugen kann. Mache ich einfach immer der Länge nach. Jetzt muss ich es natürlich alle nochmal hinlegen. Der Länge nach einfach einschneiden. Ich glaube, das muss die Kerstin machen. Das geht mit meiner Hand ein bisschen schlecht jetzt. Ja. Man kann es auch mit einem Messer machen. Kerstin, willst du das machen? Ja, komm rein. Also, und jetzt macht das die Kerstin. Und ich will es mit der Schere machen. Mhm. Also, ich habe es immer eigentlich mit dem Messer gemacht, aber wie? Jeder macht so, wie er will. Ja, bei den dicken geht es zumindest mit der Schere. Ja, ja, bei den dünnen nicht. Okay. Auseinander? Ja, das passt. Ja, das kann ich machen. Also machen wir so zwei Schnitte, wie ein Kreuz, einmal die Länge, Viertel die Drehung und dann noch einmal vor. So, und das machen wir mit alle. Bei den Kleinen, glaube ich, geht es mit der Schere nicht, da nimmt man dann halt ein Messer. Schauen wir mal. Ja, da wird es schwieriger. Nee, das mag ich nicht. Ja, das ist wieder zu hart. So, die Kerstin hat jetzt alle eingeschnitten. Hier sehen wir. Gut. Man kann das natürlich auch mit einem Hammer klopfen, dass das dann praktisch zerfetzt wird. Ne? Aber ich mag es lieber mit dem Messer. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich schon immer so gemacht. Mir ist das lieber. So, dann mache ich meinen Strauß. Und was jetzt sehr wichtig ist, dass man, bevor man den Strauß jetzt ins Wasser gibt, taucht man den erst einmal den Stiel unten in kochend heißes Wasser ein. Lässt es kurz drin, 10 Sekunden vielleicht, und dann raus. Und dann in eine Vase mit Wasser. Und das Wasser sollte lauwarm sein. Also schön lauwarm, nicht kalt. Handwarm kann man schon fast haben. Stell die dann rein und nicht in die Sonne stellen. Und so hält der Flieder in der Vase länger. Ah, und jetzt muss ich noch mal die Kerstin fragen, ob sie den unterschiedlichen Duft auch riecht. Lila und Weiß riecht irgendwie anders. Kerstin, kommst du noch mal her? Riech einmal den Weißen. Und jetzt den Lila. Ja, die riechen unterschiedlich. Ja? Ich finde der Weiße ein bisschen intensiver. Und der genau, sag ich auch. Oh, wie sieht man da? Ein bisschen fruchtiger, würde ich jetzt mal sagen. Ja, blumiger. Blumiger, ja. Und der Lila nicht ganz so. Dezenter einfach, ja. Ne? Ja, komisch, ja. Aber sehr gut. Ja, beide sehr gut. Gut, dann suche ich jetzt eine Vase. Dann mache ich das so. Also, wie gesagt, erst in heißes Wasser ein paar Sekunden drin lassen, dann raus und in eine Vase mit gut lauwarmem Wasser stellen und da drinnen lassen. Und das Wasser am besten jeden Tag frisch und immer lauwarmes Wasser nehmen. Das war's. Für den Fliederstrauß. Vielleicht hat euch der Tipp geholfen, weil manche fragen oder sagen, der hält ja eh nicht. Aber so hält er doch ein bisschen länger. Und vor allem, also wenig grün. Und wenn er grün, dann, Moment, ich hebe mal eins auf. Und wenn dann er grün, dann einfach noch eins dazugeben, so. Nicht am Stiel lassen, wo die Blüte dran ist. Das war der Tipp von der Gartenmoni für euch. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann klickt doch oben rechts mal auf den Link. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr Nachricht bekommt, dass schon wieder ein Video online ist. Dann versäumt ihr keins von mir. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.